Da sind wir auch wieder mit Let's Play Mindtest. Ich entschuldige mich, dass die Aufnahme so abrupt geendet hat und ich dann auch ungefähr eine halbe Minute geredet habe, nachdem das Video schon beendet war, die Aufnahme. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Und diesmal werde ich etwas mehr darauf achten, dass ich das nicht verpasse. So. Wir brauchen jetzt noch Treppen. So. So viel brauche ich zwar gar nicht mehr, aber ist ja egal. Weil in der letzten Folge haben wir hier mit dem Bau begonnen. Und da machen wir jetzt auch gleich mal weiter. Damit ich auch nicht hoch und runter laufen kann. Weil lässt sich wirklich über Treppen besser laufen, als wenn man die ganze Zeit immer springen muss. Was auch blöd ist. Daher habe ich mich entschlossen, jetzt hier mal ein paar Treppen zu bauen. So. Haben wir die Treppen auch schon mal fertig. Aber was ist denn da hier? Down on off bei Skype. Hat er Langeweile oder was? Verpiss dich. So, der Baum ist gewacht. Mann, was soll das nass denn da unten hier? Nervt. Kann auch sein, dass der Abstand größer sein muss. Ich hau dir mal hierher. Der Baum ist auch gewachsen, der ist gewachsen, der ist gewachsen, der ist auch da. Kann sein, dass die Abstände zueinander groß sein müssen, dass die wachsen. Aber da geht's ja auch. So. Ich weiß, was ich noch hole. Ich hole noch ein Fuhrer Sand. Und ja, Kohle müsste ich auch wieder mal suchen, ein bisschen. Weil sonst habe ich ein Problem, was Fackeln angeht und mein Öfen. Ohne Kohle kann ich das nicht betreiben. So. Orange Blümchen, schön. Ah, hier ist auch noch Stein. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Ah. Auf jeden Fall haben wir hier Kohle. Die hole ich mir gleich mal. Kohle, 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 Kohle. Ja, die gehen ja auch noch. Ab ins Loch. Bin ich im Loch gefallen. Wer fällt schon gerne in ein Loch, wa? So. Das ist Kies. Ja, den brauche ich gerade eigentlich nicht. Hier mal Kohle. Naja, mit was? Ich habe einen Berg laufen, wa? Ja, bin ich. Da hängt über Kohle drinne, wo man so scheiße ankommt. Toll. Naja, egal. Ich werde schon einen Weg finden, so Kohle. Weil die Kohle brauche ich auf jeden Fall. Guck, da ist nämlich auch noch Kohle in der Wand. So. Was hast du? Habe ich noch einen Fuhrersand hier rein zu Glasverarbeiten. Da mache ich mich hier auch noch Glas hin. Da sieht das auch ein bisschen schöner aus. So, Mann. Ich hasse das. Das aber so schnell ruckartig rumdreht und ich gleich desorientiert bin. So. Einmal hier lang. Gut.
Aber so mit Stein. Da kann ich auch noch einmal ringsrum bauen, glaube ich. Hab mal frei hier. Wo kommen wir da raus? Ups. Aha. Da haken wir mal den Klotz und den noch weg. Wunderbar. Ah nein. Hier und da. Da oben müsste ich wieder einen Klotz Erde machen. Na komm mit. Glas. Brauchte ich doch. Ich brauchte dich doch zum Bauen, Klaas. So. Guti. Wir haben hier schon mal eine schöne Glaswand. Da außen, das baue ich noch ein bisschen weg, die Erde. Und so. Oder mach's einheitlich. Dass es auch nicht aussieht. Da einer hin, da einer hin. Und dann noch einer. Perfekt. Ja, da hake ich noch ein bisschen weg. Und Stein hin. So. Gut, mehr mache ich nicht weg. Hier mache ich noch Steinwall. Dass es alles etwas einheitlich ist hier. Aber den habe ich noch weg. Den, den und den. Dass es alles einheitlich aussieht hier ein bisschen. Ist nämlich dann auch schöner. So. Gut. Passt. Es sieht zumindest besser aus. Mach da oben auch noch. Der muss auch noch weg. Der stört. So, passt. Gut. Haben wir da auch noch Stein hin. Muss ich also weghacken. Zumindest der Bereich, dass ich das alles vereinheitlichen kann. Na komm, spring hoch. Da ist so ein Erdüberstand. Mach mal weg. Sieht scheiße aus. Gut. Ja, schon besser. Ja, wird doch langsam eine kleine Höhle. Mann, sieht das nicht immer so schnell. Gut. Und ja. Wenn euch bis jetzt mein kleines Mindtest-LP gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, halt einen Daumen nach unten. Dann ist es halt so. Daran erkenne ich dann nämlich, ob es gut ist oder nicht so gut ist. Oder ob ich noch was verbessern kann. Okay. Und ich freue mich natürlich auch über viele Kommentare von euch. Das ist ja klar. Also dann beende ich meine Aufnahme Let's Play mein Test für heute. Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei den nächsten Folgen LP mein Test mit eurem LP Gamer Steffen. Und bleibt mir wie immer treu gewogen. Dann sage ich mal ciao mit V. Und bis bald. Wünsche euch noch einen schönen Resttag und wie auch immer. Tschüss.